Der Stadtgarten, im Hintergrund das Rokoko-Schlösschen. Der Geigerbrunnen wurde 1906 von Wilhelm Wiedemann entworfen. Der neu renovierte Fünf-Knopfturm. Das Rokoko-Schlösschen wurde 1780 nach Plänen von Michael Keller erbaut. Der neue Stadtgartenbrunnen mit einem senkrecht aufgerichteten Wasserstrahl. Im Hintergrund das Forum Gold und Silber. Eine Plastik von Professor Jakob Wilhelm Fehrle. Der Senkgarten liegt zwischen dem Rokoko-Schlösschen und dem Seminargebäude. Die Liebenden. Die Löwin von Eugen Ferdinand Greiner aus dem Jahr 1928. Immer parat, Oberbürgermeister Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd. Das neu renovierte Rokoko-Schlösschen.
Schöne Blumen und Gestecke findet man hier in der Blumenhalle. In der Blackbox finden wechselnde Ausstellungen der Gold- und Silberschmiede statt.